Moin ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr hier gelandet seid bei FamFlow, dem digitalen Familiennetzwerk und offensichtlich Bock habt, Teil der FamFlow-Familie zu sein oder zumindest herauszufinden, was es damit auf sich hat. Es geht mir hier bei FamFlow darum, dass wir uns untereinander auf Augenhöhe begegnen und über ja, Herausforderungen, die der Familienalltag letztendlich so mit sich bringt, offen und ehrlich sprechen und natürlich auch darüber, wie wir diese Herausforderungen gemeistert haben und über konstruktive Lösungen, die wir in diesen Situationen für uns in unseren imaginären Rucksack sozusagen packen können. Und wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, alles klar, wie wollen wir denn als Familie eigentlich leben? Nach welchen Werten wollen wir leben? Was können wir uns vorstellen? Und wenn wir schon potenzielle Lösungen für die Probleme, die anstehen, haben, dann können wir verdammt viel Ressourcen sparen und gemeinsam etwas erschaffen, was zu einem qualitativ hochwertigeren Familienleben beiträgt und positive Veränderungen in Gang bringt. Und dafür sind die Experten und Expertinnen hier im Netzwerk da, die ihr Fachwissen mit einbringen. Und genau darum soll es gehen. Also findet hier für euch den Experten oder die Expertin, die euch bei euren Herausforderungen zur Seite stehen kann. Tauscht euch mit anderen Eltern aus und andere Eltern standen ganz sicher schon vor der Herausforderung, vor der ihr gerade steht. Ihr müsst sie nur finden und wenn ihr da in den Austausch kommt, könnt ihr ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Ihr könnt den Druck rausnehmen, weil ihr wisst, ihr seid nicht allein und ihr könnt für euch konstruktive Lösungsvorschläge in euren imaginären Rucksack packen und herausfinden, ob das eine Lösung für euch und eure Familie ist. Also, wenn ihr dabei sein wollt, klickt hier unten auf den Button, denn da geht es direkt zum Facebook-Post. Ich würde gerne von euch in diesem Post erfahren, vor welcher Herausforderung steht ihr im Moment, in welcher Familienkonstellation lebt ihr gerade zusammen. Und dann interessiert es mich natürlich auch brennend, was ihr euch von diesem Netzwerk erwartet. Das alles ist nicht perfekt, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen glücklich sein und das ist das Ziel, mehr Qualität in unseren Familienalltag zu bringen und unseren eigenen Weg als Familie zu leben und in den Flow zu kommen, ohne dass wir unsere eigenen Bedürfnisse dabei vergessen. Und darum geht es. Bis dahin.